können noch mal kurz Platz nehmen. Sie haben heute Abend eine sehr besondere Vorstellung erlebt. Wahrscheinlich haben Sie es gemerkt, aber es gibt auch noch einen Grund, den Sie nicht gemerkt haben, vielleicht. Um das zu erklären, möchte ich ein bisschen ausholen und ein bisschen über Kurt Streit erzählen. Kurt Streit, der heute Abend die Titelpartie gesungen hat, in Japan geboren, in Amerika aufgewachsen, hat dann seine ersten Anfänge in Amerika gemacht und ist vor 33 Jahren ins Ensemble der Hamburgischen Staatsoper gekommen, 1986, hat hier seine ersten größeren Rollen gesungen, hat Tamino gesungen, was er danach in 23 unterschiedlichen Produktionen in über 200 Vorstellungen in der ganzen Welt interpretiert hat. Hier übrigens mit Gabriele Rosmanit, damals als Pamina. Er hat von Hamburg aus... Streit hat von Hamburg aus eine Weltkarriere gemacht, hat an allen großen Opernhäusern dieser Welt gesungen, hat ein unglaublich breites Repertoire gesungen, immer mit dem Schwerpunkt auf Mozart, und hat vor ein paar Tagen zufällig bescheiden, wie er ist, in einem Nebensatz erwähnt, dass diese heutige Vorstellung seine letzte Vorstellung auf einer Opernbühne sein wird. Oh. Sie sagen es, sozusagen ist für uns alle ein schmerzlicher Verlust, dass wir ihn nicht mehr hier auf der Bühne erleben werden. Trotzdem haben wir gigantischen Respekt vor der Lebensleistung, vor dem Künstler, vor dem Menschen Kurt Streit. Und wenn wir den heutigen Abend erlebt haben, mit welcher hohen Musikalität, Intensität, schauspielerischen Darstellung diesen Odyssee gezeigt hat, zeigt das, was für ein großer Künstler er ist, und wir können uns nur tief vor Kurt Streit verneigen. Sehr herzlich bedanken für die vielen tollen Vorstellungen, die du hier und in der ganzen Welt gegeben hast, und dir für alles Weitere viel Glück und Gesundheit wünschen. Vielen Dank.